Nachwirkungen. Okay, ich glaube, das war das erste Level. Würde ich jetzt mal behaupten, dass wir das erste Level jetzt erstmal hinter uns haben. Gut. Schauen wir doch mal. Ich sollte mich vielleicht heilen, ne? Oder? Ich warte mal, vielleicht finden wir ja noch was. Alter. Notwendigkeit. Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für sie. Für diese traditionsreiche Institution. Zum Wohle der Menschheit. Oh ja. Sieht man ja, wohin das geführt hat. Lokalisiere Elias im Wachraum. Achso, das ist ein Roboter, ne? Oh, der hat keine Arme mehr. Zurück in die Zellen. System offline. Okay. Da liegt ja nichts, ne? Okay, gut. Nur mal gucken. Alter! Gar nicht gesehen, Mann! Was ist mit dir denn, Junge? Alter! Hör doch mal auf damit! Ein Gesundheitsriegel. Ja, den kann ich gut gebrauchen. Puh. Zugangshalle. Weißt du, die Kiste, kann ich die... Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, okay. Okay, diese Kisten, die man auch mal kann, leuchten, glaube ich, ne? Da sieht alles nicht sehr, sehr toll aus hier. So. Hui. Was soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Ja. Du hast das von einem Plan erzählt. Ja. Moment! Oh ja, Gesundheitsriegel! Oh ja! Nehme ich. Und Callisto-Credits. Ja, nerv nicht. Warte. Noch ein Gesundheitsriegel, der voll ist. Beziehungsweise, wir sind voll. Das finde ich toll. So, dann wollen wir mal. Aber das können wir gebrauchen. Krieg ich die? Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Aha. Dann hab ich Zeit, nicht ins System zu. Okay. Drucke am Reforge eine Waffe. Oh, das ist eine Kiste. Ich geh erstmal an eine Kiste. Bitte, hoffentlich ist da kein Dings drin. Nein, Gott sei Dank. Credits, 800. Alter Schwede. Sonst noch was hier rumliegt? Ich gucke mal eben schnell. Okay. So, das ist also der Reforge. Wir drucken also. UJC druckt für alles, was sie benötigen. Okay. Wir können sogar Sachen verkaufen, wenn wir wollen würden. Schmugglerpaket. Okay, kaufen. Pistole, Revolver, Magazingröße, Schaden, Stabilität. Ein maßangefertigtes und wirkungsvolles Dienstpistolenmodell, das nur in Black Iron gibt, basiert auf der UJC-Modularwaffenplattform. Okay, wir können das eh nur das machen, ne? Erstmal. Papierstau. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden.
Oh, das geht aber schnell. Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Hört sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuhe? Spazieren Sie hier einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und hab Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. Das ist sehr nett. Verlass den Wachraum. Nö, ich will noch einmal hier dran gehen. UJC-Druck. Weil wir noch 358 haben. Warte mal, ich will mal einmal gucken, was das Dingspaket da ist. So, die Waffe. Wofür ist denn das? Versicherte Hightech-Ersatzteile. Verkaufe sie an Reford für Kopfgeld zur Verfügung gestellt von... Ah, okay, von PlayStation. Ach so. Oh, vielen Dank, PlayStation. Dankeschön. Einheit Dankeschön, online. Dann verkaufen wir das doch mal für 800. Vielen Dank, PlayStation. So, da können wir jetzt ja ein bisschen einkaufen gehen, wa? Was haben wir denn hier noch? Elektroschock. Ah, guck mal, da können wir das auch... Oha, Konterangriff. Schalte einen neuen, tiefen Angriff frei, der nach einem erfolgreichen Block des letzten Angriffs eines Feindes verwendet werden kann. Öffne die Abwehr des Gegners für Folgeangriffe. Ach so. Was haben wir noch hier? Munition. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition wir haben. Was haben wir hier? Injektor. So, die Waffe können wir machen. Stabilitätsupgrade. Kost 200. Würde ich mal machen. Die UJC haftet nicht für eventuelle Defekte. Gut. So. Geile Waffe, Alter. Magnum-Patronen-Schadens-Upgrade kostet 600. Was hätten wir hier noch? Magazin-Upgrade mit hoher Kapazität. Da kriegen wir für 200 mehr Munition rein. Würde ich nehmen. Komm. Besser ist. Mehr Munition ist immer gut. Wenn wir da mehr reinkriegen. Huch, da fehlen die Sounds. Bzz, 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 bzz. Habe ich jetzt mal nachgemacht. Ja, es hat noch ein paar Kinderkrankheiten irgendwie, ne? So, dann würde ich jetzt einmal auf den Elektroschocker gehen. Was kommt da oben jetzt? Also Schadensupgrade und dann Boomkugeln. Fügt eine Altfeuer-Modi hinzu, die explosive Patronen abfeuert. Patronen explodieren mit einer Verzögerung nach dem Aufprall. So, was machen wir denn jetzt hier Schönes? Aufstandseindämmungsschwung. Schalte einen neuen schweren Angriff frei, ideal für extreme Situationen, in der Schaden wichtiger als Kontrolle. Beschleunigungs-Legierungshülle. Eine leichte Legierungshülle, die die Schwunggeschwindigkeit durch die Reduktion aerodynamischer Widerstand erhöht. Verlängert die Dauer der Nahkampfangriffskombo eines Offiziers. Was kommt danach? Blockschutz. Aktiviert passive Betäubungsstrahle, sodass Offizier... Okay. Ich glaube, ich nehme Schadensupgrade. Wir müssen sowieso, glaube ich, erstmal den machen für 300, ne? Damit wir überhaupt erstmal hier hinkommen, oder? Oder können wir auch den nutzen? Mehr Schaden? Können wir auch machen. Dann mache ich erstmal Schaden. Pss, 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 pss. So. Ja, geil, mehr Schaden. Mhm, mhm. Dann würde ich sagen, wir haben noch 458. Da wäre noch mehr Schaden, ne? Noch mehr. Erhöht den Schaden. 900 haben wir nicht. Das mit dem Blocken finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Aber das schneller Schwingen ist auch super. Ich glaube, ich nehme das schneller Schwingen erstmal. So. Fertig. Bing. So. Haben wir. Sehr schön.
Dann haben wir das. Munition. Ja, ja, nee, sehe ich nicht. Finden wir vielleicht unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Schwerer Nahkampfangriffe. Drücke R1, um einen schweren Nahkampfangriff auszuführen. Schwere Nahkampfangriffe müssen weiter ausgeholt werden. Verursacht aber mehr Schaden. Können mehrere Gegner treffen und sie viel weiter zurückschlagen. Achso. Gut, das ist also... Okay, wir haben 6 Schuss. Wow. Können die aber noch auffüllen, glaube ich, auf 10. Sieht zumindest danach aus vielleicht. Boah, das muss ich erstmal üben. Wenn ich jetzt zuschlage... Ich probiere das gerade mal. Gut. Haben wir das mal ein bisschen geübt. Strategisches Zielsystem. Nachdem du einen Combo-Angriff ausgeführt hast, halte Ausschau nach dem Schnellschuss-Injektor beim Gegner. Da oben. Drücke und halte L2 und drücke dann schnell R2, um den Gegner automatisch anzuvisieren und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer abzufeuern. Ach so. Okay. Na, da bin ich aber gespannt. Hat's direkt in der Hand. Gut, kein Schuss mehr. Sieht aus, als würde es sie infizieren und in diese Bestien verwandeln. Nimm den Aufzug runter zur nächsten Ebene. Folge dann den Schildern zum Medizinbereich. Okay. Ich melde mich. Mitternachtssnack. Lokalisiere den Medizinbereich. Okay. So, ich frage mich, ob hier was drin ist in diesen Eiern, in diesen Ü-Eiern hier. Ob man da irgendwie vielleicht was bekommt. Da spritzen die Gedärme. So. Lift. Ach, der junge Mann von gerade ist mit dem Fahrstuhl gefahren, sagst du? Dann fahren wir doch mal hinterher. So. Toll. Jetzt hat er natürlich keinen Schuss mehr, ne? Oha, da ist einer. Sieht er uns hier? Nee, Gott sei Dank. Ich glaube, der hat eine Lampe irgendwo. Wo hat der denn eine Lampe? Da? Ist das eine Lampe? Ich weiß es nicht. Okay. Ah, das geht also auch. Okay. Gib mir deine Munition. Muss ich nachladen? Ja. Okay, gut. Die will ich aber sparen. So, ich hoffe, du bleibst tot. Besser ist das. Nur auf Nummer sicher gehen, ne? So, Munition sollen wir echt sparen. Weil davon wird es hier nicht viel geben. War bei Dead Space ja genauso. Ah, oh, shit, Mann. Na. Wie kann ich das denn ausweichen? Kann ich da irgendwie ausweichen? Nein! Alter! Oh nein, das ist tot. Das ist doof. Ich bin gleich tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Huch! Huch!
Der war ja unspektakulär, der Tod. Der war ja sehr unspektakulär. Da fliegen wir einfach in die Ecke. Okay, Alter, das muss ich aber erstmal üben. Wie block ich denn? Kann man das irgendwie blocken? Oh, Scheiße. Ja! Oh. Aua! Hör auf damit, lass das! Oh, er hat keinen Kopf mehr! Und keine Arme mehr gleich und keine Beine. Okay, das mit dem Dings muss ich auch üben, mit dem schnell zielen und so. Das ist ja so kurzfristig, kommt das. Puh. Er kämpft aber ohne Kopf noch weiter, ne? Das ist gar nicht gut. Achso, hier kommen wir gar nicht durch, ne? Das ist eine Scheibe. Ja, okay. Gut. Unser erster Tod, mein Gott. Aber der war unspektakulär, muss ich sagen. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, aber okay. So. Was? Ich komme gleich. Oh, Schächte. Oh nein. Oha. Ich kann das ganz schlecht einschätzen, wie die so... Auf was für ein Trip die sind, ne? Ich hoffe, der sieht uns nicht. Geh da schön rum. Geh da, komm nicht hier hin. Komm bitte nicht hier hin. Natürlich kommt der hier hin. Selbstverständlich. Und der andere sieht uns jetzt, ne? Nein! Huh. Aua! Oh nein! Huah. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Aua! Oh nein! Lecker, morgen gibt's Hackschnitzel. Mm. Okay, das, puh. Das muss ich ein bisschen üben. Ich habe auch, muss ich dazu gestehen, die falsche Taste gedrückt. Zum, Erstechen. Ich habe 3 gedrückt. So. Der kommt ja wieder, ne? Ich warte mal ganz kurz, ja? Ich heile mich mal eben. Ah, ah, geil. Aspirin zum Spritzen. Jetzt neu. Na, da ist er. Ah, guck mal, wie süß er guckt. Hallo. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, da zappelt er noch. Okay, wie gesagt, also das mit dem Nahkampf, das muss man erstmal ein bisschen üben. Das ist gar nicht so einfach.
weil du halt kein... Also du visierst ja auch nicht irgendwie an oder so den Gegner. Sondern das ist halt einfach Free Fighting. Also irgendwie freier Kampf mäßig. Hier ist nichts drin. Das ist aber enttäuschend. Ich dachte, hier wäre irgendwas drin oder so. Use the best defense. Was? The best offense is the best defense. Ah ja. Hier? Ja. Ja. Kann man so sagen. So, wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich? Hier lang? Aber hier ist verschlossen. Zugriff verweigert. Ich kann sie nicht öffnen. Du musst die Zugangsdaten finden. Suche in der Umgebung nach toten Wärtern. Finde eine Wärterleiche. Wärter. Poperta. War hier eine Wärterleiche drin? Nee. Die liegen überall Leichen. Ah, bestimmt bei dem Roboter da, oder? Müssen wir irgendwann auch gegen so einen kämpfen? Ich habe da ein bisschen Angst. Hab einen! Hab da ein bisschen Angst. Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Oh mein Gott, was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Ekelhaft. Hier drin tut man, was man tun muss. Dieser Ort hat die Macht, dich zu verändern. Eric Jane. Sergeant Eric Jane. Neue automatische Aufnahme. Hören wir uns doch mal an. So. Okay. Laut Anweisung 1a wurde Zugang zum Schuhmedizinflügel zur kinetischen Zielerfassungssystem Wartungsbucht vom BIP-Sicherheitsnetz genommen. Alle Anmeldedaten werden jetzt direkt auf die zivilen oder UJC-BIP ausgestellten Implantate geladen. Aha. Da können wir uns ein Foto ansehen. Das ist ja toll. Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich musste die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer Jane. Warden Cole? Wo sind Sie? In meinem Turm. Ich beobachte. Da. Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise. Klar, er hat sich natürlich wie so eine kleine, wie so ein kleiner Schlingel einfach in die Dings verkrochen. Okay. Aber die anderen Dings haben wir noch nicht gefunden, die anderen Audiologs, ne? Schauen wir mal. So, Büro, Wäsche. Oh, da geht's zur Wäsche. So. Scheiße, Ort fällt auseinander. Ui, 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 ui. Oh, das Spiel speichert. Oh Gott, die haben die in Käfige. Also haben die ja von vornherein schon hier irgendwie mit den Insassen irgendwas gemacht, oder? Ist der raus? Oh, Alter, ich hab... Oh Gott, diese Geräuschkulisse. Ich habe echt gedacht, der ist gerade ausgebrochen oder so. Mmh. Oh, lecker. Mmh. Ein Sack voll Fleisch. Ein Sack voll Fleisch. Ja, da werde ich weich. Da werde ich weich. Ein Sack voll Fleisch. Hey, ein Sack voll... Ernsthaft? Dein Scheiß ernst? Oh, er fährt ab. Du kleine Schlingel. Bam! Aua! Ah,
Hast du was dabei? Gib's her. Ein Gesundheitsriegel. Ja, sehr schön. Danke. Gut, 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 gut. Wenn die mal nicht rauskommen. Ja. Aus Hacke, Peter wird Kacke später. La, 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 la. Vielleicht müssen wir ja da auch nochmal zurück. Wartung. Da ist keine Tür, dann würde ich da erstmal hingehen. Oder? Das wird immer besser hier. Gott sei Dank ist die Tür verschlossen. Das geht ja, das ist ja super. Was? 3 Rounds, 1 Sequence. Ja, haben wir. Aber Munition bisher? Können wir da durch? Nein. Okay. Die Tür können wir öffnen. Frage ist, möchte ich das? Da können wir auch durchklettern. Dann gehe ich erstmal die eine Tür gucken. Ich habe ein Follow. Oh, vielen Dank. Adem. Hallo, Dankeschön für den Follow. Ganz, ganz lieben Dank. Ich, nee, Slippert. Wie gesagt, wir sind mit einer YouTube-Aufnahme. Ich reagiere da jetzt nicht drauf. Deswegen. Es soll ja mehr für YouTube sein. Und für euch nur so zum Zugucken natürlich auch. Deswegen. Deswegen, die Alerts sind ja alles ausgeschaltet. Ist ja extra die YouTube-Szene hier. So. Wie gesagt, ich gehe von... Nö. Ich gehe ganz stark von aus, dass das wahrscheinlich erst im nächsten Jahr erscheinen wird auf YouTube. Weil jetzt noch einiges kommt. Nach Void Train und so. Oder was heißt nach Void Train, aber... Na, 12 Minutes kommen jetzt auch die ersten 4 Folgen demnächst. Ich würde mal hier trotzdem die Tür einmal öffnen. Einmal um zu gucken, ob es geht. Und vor allem, was wir hier machen können. Was? Gehen wir doch mal hin. Also wir hätten auch so, okay. Nein, 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 nein! Geh wieder rein! Ich dachte schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommt der denn her? Verschlossen, okay. Oh Gott, es gibt so viele Wege, Mann. Ich habe Angst, was zu verpassen. Hallo? Oh Gott. Gott, es ist ja schachtlang. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück, ne? Das ist bestimmt der richtige Weg hier, ne? Und ich komme gleich nicht mehr zurück. Ich würde für wetten. Oh nein. Okay. Es tut mir leid. Ich hasse das immer. Vor allem, wenn du dann auch Spiele hast, die dir dann den Rückweg abschneiden. Weil wenn dann irgendwie eine Zwischensequenz kommt und dann hinter dir ist die nächste Tür irgendwie, keine Ahnung, eingefallen oder verschlossen auf einmal. Deswegen, ich will so viel wie möglich von dem Spiel auch mitnehmen. Gott, ist der lang. Aber wir haben den Raum jetzt einfach nur geöffnet, um hier reinzukommen, ja? Verstehe ich das richtig? Ist der jetzt schon hier drin? Die sind ja zu blöd, eine Tür zu öffnen, glaube ich, ne? Oder? Oh, da liegt was, oder? Doch, da hinten liegt was. Oh, das hätte ich beinahe übersehen. Was ist denn das? Makellose Energieumwandler. Wofür sind denn die Teile eigentlich? Bauteil, die einem Reforge... Achso. Zum niedrigen Preis? Achso, für können das verkauft werden können. Achso, das kann man verkaufen. Okay. Können wir nächstes Mal verkaufen. Ja. Hilft nichts, ne?
Nein, nein, natürlich. Ich weiß, es war so klar. Es war so klar. Nein! Nicht in der Ecke kämpfen! Nein! Aua! Das ist unfair! 2 gegen 1 ist unfair! Ich bin tot. Alter! Puh! Alter Schwede! Hui! Moin! Grüß dich! Ich find's supi! Ich find's richtig cool! Alter Schwede! Ich wundere, wenn ich gerade mal nicht so auf Fragen eingehe im Chat, weil wir gerade in der YouTube-Aufnahme sind. So, wo sind wir denn jetzt? Wo hat er denn jetzt gespeichert? Ach, hier. Ah, warte mal, dann haben wir ja das Dings nicht gesammelt, ne? Ich würde es einmal sammeln. Das heißt, wir müssen da reinklettern und wieder raus. Verstehe ich das richtig, ja? Machen wir das mal. Aber ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Auf die Frage. So. Na toll. Großartig. Da ist der Kopf weg. Okay. Müsste doch eigentlich jetzt in den Dings gehen, ne? In den Schleichmodus, oder? Oh, natürlich! Willst du mich verarschen? Müssen wir mal eben heilen. Warte mal eben da hinten. Ah, geil. Nackenaspirin. Ach, ein Heilungsriegel. Hätte ich gar nicht nehmen brauchen. So, komm mal her da. Wir probieren das Ganze nochmal. Aufs Neue. Oder bleibt da einfach stehen. Ist mir ja egal. Ich muss da eh nicht hin. Von mir ist auch egal. Kann der Türen öffnen? Anscheinend nicht. Puh. Warte mal, wo müssen wir denn lang? Hier, ne? Ich würde auch, glaube ich, jetzt so langsam zum Ende kommen. Tatsächlich. Oder auch nicht! Oder vielleicht auch nicht. Puh. Ich würde vielleicht mal speichern. Jetzt an der Stelle. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um hier zu speichern. Die ist gerade ein bisschen ruhig. An der Zugangshalle B433. Was uns da erwartet? Puh, warte mal. Ich würde gerne speichern. Spiel speichern. Kann ich einen neuen Speicherstand auswählen?
manuell? Neuer manueller Speicherstand. So. Haben wir. Ja, was ist da erwartet? Bei YouTube würde ich sagen, ja, sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Da würde ich mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Bei The Callisto-Protokoll. Und dann geht's blutig weiter hier mit Jacob. Das wird, glaube ich, lustig. Bis dann. Tschüss.